Susul, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims. Ja, ihr wundert euch gerade zu Recht, warum liege ich nicht im Bett? Hier hat sich auch ein bisschen was in der Küche getan. Ich habe momentan echt das ein oder andere Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Dauernd habe ich hier entweder Probleme mit dem Ton, dass es viel zu laut ist, weil es automatisch hochgeregelt wurde. Jetzt ist die Aufnahme schon wieder weg. Deswegen muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen mit Aufnehmen. An der Stelle wurde ich darum gebeten, möchte ich mal ganz lieb hier die MyLifeMyLove.de Emilia grüßen, die immer fleißig zuschaut. Natürlich auch noch einige andere, also wenn ihr auch mal wollt, dass ich euch in der Folge erwähne, einfach schreiben, dann mache ich das. Das ist doch gar kein Problem. Ja, Jerry und Cleo sind gerade in der Schule bzw. bei der Arbeit. Kathy hat noch ein bisschen... Ah ne, die muss heute gar nicht. Ha! Okay. Du könntest mal noch ein paar Runden schwimmen. Du könntest dich mal hier hinsetzen und du setzt dich auch noch hier hin. Ein bisschen Weibergetratsche. Und was mir jetzt übrigens mal aufgefallen ist, die beiden haben jetzt schon wieder ein anderes Outfit an. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu betrete oder wenn sie morgens aufstehen und Alltagskleidung anziehen, dann haben sie ein anderes Outfit an. Also jetzt habe ich ja hier ausgewählt, dass sie verschiedene Outfits tragen können und das wechseln sie tatsächlich selbstständig. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ach, jetzt muss ich zur Arbeit. Na, so ein Käse. Max genießt hier noch ein paar Runden im Pool, bevor er auf die Arbeit muss. Das stelle ich mir doch auch echt cool vor. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Pool und bevor ihr morgens... Warum will sie sich jetzt die Hände waschen? Und morgens, bevor ihr in die Schule oder auf die Arbeit müsst oder sowas, dreht ihr noch kurz so... was heißt, dreht ihr noch kurz... schwimmt er erst noch so 2, 3 Bahnen, muss ja überhaupt nicht viel sein, so ein bisschen was getan zu haben, schon mal ein bisschen Erfrischung im Wasser. Also das stelle ich mir echt cool vor. Ich glaube, das ist ein echt schöner Start in den Morgen. Aber ich meine, wer hat schon einen Pool im Haus, dass man das bei Wind und Wetter machen kann? Außerhalb vom Haus im Garten, da gibt es ja jetzt immer mehr diese Baukästen, Baukastenpools, hätte ich fast gesagt, so die diese Holzaußenwände haben, die man relativ leicht auch selber zusammenbauen kann. Aber so ein richtiges, ja, regelrecht Hallenbad, so ein Indoorpool, ich glaube, den haben dann doch die wenigsten. So, Max, wenn der jetzt hier so weiterschwimmt, dann kriegt er echt noch einen richtigen Waschbrettbauch. Dann kommt er langsam an Jerry ran. Ich meine, Max hat ja auch keine schlechte Figur, aber Jerry hat halt noch mal mehr Muskeln, muss man auf jeden Fall ganz klar so sagen. Warte mal, kennt Casey nicht? Oh, einladen hier abzuhängen. Bella Grusel. Ob die wohl mal vorbeikommt? Gut, kennen sich die beiden nicht, aber ich meine, ob Bella sich so einen Tag, mal so einen Nachmittag am Pool entgehen lässt? Gucken wir doch mal. Oh, Bella ist gerade beschäftigt. Okay, und einladen hier abzuhängen. Was ist denn mit der Jackie? Hat die vielleicht Lust vorbeizukommen? Okay, die Jackie ist gleich da und es ist mit mir. Mich kann sie auch mal noch anrufen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Einmal anrufen, bitte. Okay, ich bin auch gleich da. Bin ich mal gespannt, dass Jackie hier die ganze Zeit... ich auch. Mensch, hier. Dass wir hier die ganze Zeit in unseren schicken Klamotten rumlaufen. Oh je, eine Schreibblockade.
Alexis kommt bei ihrer neuesten Geschichte nicht weiter. Ihr ist aufgefallen, dass ihr Kollege versehentlich ein vorläufiges Manuskript im Büro liegen lassen hat. Willst du dir einige seiner Ideen ausleihen oder einfach liefern, was du bisher hast? Ich würde sagen, lieber ehrlich sein. Ich denke mal, gerade bei Autoren unterscheidet sich der Schreibstil doch ziemlich. Ihr Kollege wird befördert, da er ein bahnbrechendes literarisches Werk eingereicht hat. Ach, hätte sie doch nur. Ja, aber dann müsste sie sich die ganze Zeit denken, ach, das ist eigentlich gar nicht meins. Also von daher, bringt es eigentlich Spaß, wenn Cleo ein bisschen im Pool schwimmt? Ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage. So, jetzt gucke ich mal, wenn ich mit Casey nach draußen gehe. Meine Kamera spinnt schon wieder. Die will wieder nicht so, wie ich will. Jackie tanzt erstmal eine Runde hier. Ah, sehr schön. Sie hat auf jeden Fall Spaß. Oh Mann. Ach ja. Sehr schön. Hey, ihr solltet doch mal alle rausgehen. Mensch. Poolparty. Gartenparty. Okay, ich glaube, so richtig aufgemuntert hat sie das nicht. Dann sollte sie vielleicht mal ein bisschen... spiel mal ein bisschen... Es ist ja ein Tastenkommandant. Egal, spiel es einfach mal ein bisschen. Max ist halt ein Grundstück favorisiert. Dino und Turtles Waterpark. Objektdetails anzeigen. Uiuiui. Ja, da hat er schon jemand ganz schön gut gebaut. Das wäre natürlich auch mal eine Idee, so ein Gemeinschaftsgrundstück, so ein Freibad zu bauen. Ja, das hat mich so ein bisschen auf eine Idee gebracht. So, hier, stopp. Herbeirufen. Jetzt geh doch mal raus, Casey. Mensch. Wir können uns nachher immer noch weiter unterhalten, aber ich will jetzt, dass du mal rausgehst und mich dann zu dir rufst. Ich will nämlich mal gucken, ob ich auch Lust daran habe zu schwimmen. So, herbeirufen. Ich bin ja eigentlich, wie ich jetzt auch schon von einigen von euch erfahren habe unter der letzten Folge, bin ich ja eher so die Wasserratte. Deswegen wäre es jetzt schön, wenn mein Sim auch gerne schwimmen würde. So, wo ist jetzt die Jackie schon wieder hin? Oh, echt. Herbeirufen geht nicht, okay. Okay, doch, vielleicht sollten wir sie kurz mal ins Bad schicken. Oh, ich bin tatsächlich in den Pool gehüpft und ich... Aha, blöde Kamera. Und ich trage einen Strohhut und ich habe einen relativ hässlichen Bikini an. Ich fürchte, da muss ich mich nochmal bei mir in der Let's Play WG einloggen und mal allen ein schöneres Outfit verpassen. Hallo, Kamera, Kamera, ich will nicht zurück. Also ich frage mich echt, woran das immer mal wieder liegt. Aber ich finde, der Strohhut steht mir gut. Aber der Rest ist eigentlich eher nicht so mein Stil. Och ja, die beiden können immer noch im selben Bad sein. Wir müssen echt noch mal ein bisschen Trinkgeld verdienen gehen mit Casey. Die
will damit noch richtig groß werden in ihrer Musikkarriere. Da bin ich echt fest von überzeugt. So, ab wieder ins Inventar damit, ab in die Bikini-Hosentasche. Das hat dann so ein bisschen was von Monkey Island. Also falls euch das nicht sagt, das ist, ich glaube, der Pirat mit den größten Hosentaschen. Jedenfalls passt da so viel Zeug rein und teilweise auch so riesige Sachen. Das ist Wahnsinn. Oh, ich verstehe mich anscheinend mit Jerry nicht so gut. Die Jackie ist auch da. Die liest jetzt eine Runde. Und der Rest ist... Ach, okay. Stimmt, Alexis ist ja noch arbeiten. Wie lange ist sie noch arbeiten? Noch bis 21 Uhr. Das heißt noch 2 Stunden. Da kann sie ruhig noch ein bisschen fleißig arbeiten. So. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mal wieder von unseren Sims und gucken dann mal in der nächsten Folge, ob es vielleicht auch möglich ist, richtig Poolpartys zu veranstalten. Die Kamera geht mir gerade auf die Nerven. Ach, übrigens, guckt euch das mal an. Ich mache gar nichts. Die Kamera hat ein absolutes Eigenleben entwickelt. Hallo, da ist unser Haus. Was ich noch gerade erwähnen wollte, ich bin ja darum gebeten worden, mal ein Video zu machen, in dem ich zeige, wie man die Sims aus der Stelle ein Sim-Demo hier in das fertige Spiel bekommt. Keine Angst, das Video kommt noch, ich habe es nicht vergessen. Ich habe nur momentan relativ viel um die Ohren, sodass ich bislang noch keine Gelegenheit hatte. Aber das kommt diese Woche auf jeden Fall noch. Das verspreche ich hier an dieser Stelle ganz hoch und heilig. Könnt ihr mich beim Wort nehmen? Okay. Aber dann würde ich auch sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.